Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Half-Life 2 Episode 2 und das ist, was nach dem Endkampf aussieht. Wir sind hier im Auto oder steigen gleich in das Auto, fahren von hier unten zur Sägemühle und werden dann erklärt bekommen, was der Plan ist. Es müssen ein paar Strider aus dem Weg geräumt werden, die unsere wertvolle Rakete zerstören könnten. Und wie man sieht, hier überall, wo es orange blinkt, sind diese Ausgabestationen für die Strider-Vernichtungsbomben. Perimeter's clear. Still no sign of incursion. Keep alert. Und ich würde sagen, das hier ist die Sawmill. They're waiting for you in the sawmill. That way. Hier so? Nein, das ist nicht die Sägemühle. Okay. Dann habe ich. Over here, Freeman. Dann habe ich das verpeilt. Wahrscheinlich ist die Sägemühle auch als solche super eindeutig zu erkennen. Naja, hier ist schon mal ein. Na gut, okay. Hier sind Holzkräne. Wozu sollen die gehören, wenn nicht zu einem Sägewerk? Jetzt nicht lang. Schafft das Auto einmal wegzuflitschen. So, dafür haben wir das hier. So, und weiter geht's. Ah, wie gut ich überall gegenfahren kann, oder? So, hier sind wir. So, they've sent Freeman, have they? Good man. Kennen wir uns? We've counted a dozen Striders just north of us. Our job is to keep them from reaching the base to the south. If they get close enough for one good shot at the silo, the whole launch is a bust. And in case Striders aren't bad enough, recon indicates they're being escorted by packs of hunters. Ist ja klar. Now, what I want you to do... Attention! North perimeter breach. All right, people, this is it. We have a Strider approaching from the cranes. Defensive position, go! From the cranes, da hinten ist er. Here we go. Everyone ready? Stop him here. Remember, keep him distracted while Freeman takes him down. Oh man, this is gonna be bad. Yeah, cool. Hey, stay focused. Get the cover and start shooting. Freeman. Oh, okay. Die Dinger gehen also auch so hoch. Das hat er uns nicht gesagt. Jawohl. War einer. Das wird zu gut. Ich wollte eigentlich. Naja, egal was ich wollte. So viel zu dem Thema. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah ja, hier sieht man jetzt auch die Station, wo ich so eine Bombe kriegen kann. Health brauche ich nicht. Ist zwar auch nicht mehr voll, aber ich brauche eher die Bomben. Wo ist hier die Ausgabestation? Hier ist die Ausgabestation. Okay, die haben die abgeschossen gehabt. Gut. Wasserturm, ja. Wäre gut, wenn ich wüsste, wo das ist. Und wenn ich meine Karre hätte. Nicht Knarre, Karre. Wo habe ich die jetzt abgestellt? Ach, toll. Da habe ich sie abgestellt. Sehr schön.
schon. Ja, wo sind die Dinger? So, da sind sie. Und der Strider kommt von wo? We'll keep the outposts stocked with help. Ich würde gerne den Strider sehen. Gut, dann nehme ich mir mal eine auf das Auto. Ich weiß noch genau, dass mir dieser Kampf nicht so viel Spaß gemacht hat. So. Strider coming from the crane. Ja, und ich bin jetzt sonst wo und habe keine Ahnung, wo der Strider ist. Da hinten. Nein, das hat nicht funktioniert. Man sollte auch treffen. Das könnte helfen. Nanu? Ah, die Jäger. So, das Problem ist nämlich... Unter der Strider. Die bewegen sich weiter einfach auf unsere Basis zu und wenn sie ankommen, haben wir verloren. Also so wirklich einfach sofort das Spiel verloren. So. Daher müssen wir jetzt hier mit dem Auto. Nächsten Strider fahren. So. Ist auch schlimm, ich höre ihn und ich sehe ihn nicht und das hört sich so an, als wenn er direkt vor uns steht. Da hinten ist er. Ach, die Viecher. Okay. Das steckt schon ein. Spendierstation. Jetzt sind wir natürlich noch am Schleichen. Sehr schön, wenn er das schießt, dann heißt das, dass wir ihn sehen können. Ja, ich weiß, ich bin schon gut. Und wo? Another Strider coming in towards what used to be the sawmill. Das ist nicht hier. Wir sind ein Stück weiter. Das hier ist das Sliding. Ich bin hier echt total orientierungslos. Hier ist dieser Water Tower. Also. War ja klar, dass jetzt mehr als einer kommt. Haben wir das Problem, dass wir so weit vom Auto weggerannt sind, dass wir nicht mehr weiterkommen eigentlich. Und unsere Ausdauer so niedrig ist, dass wir auch nicht weiterkommen. Also hinterher.
dem Strider hinterher. Das hat natürlich nicht funktioniert, ist ja klar. So, hier müsste jetzt irgendwo ein, genau, ein Ding sein, wo ich die Dinger abholen kann. So. Der andere Strider ist auch hier. Sehr praktisch. Nein, das hat nicht funktioniert. Komm her. Supi. So, bei den Krähen. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Aber ich habe hierzu dieses Ding. Speichern. Und mal eben gucken, was hier so ist. Alles kaputt. Hier ist auch alles hinüber. Was haben wir hier? Hier ist der Wasserturm. Station. Da bleiben wir mal. Wasserturm, da waren wir doch eben. Die kommen direkt auf uns zu, sehr schön. Der ist schneller. Der ist schneller. Okay. Scheinbar hat er keine Freude mit. So. Get ready, everyone. We've spotted drop ships carrying even more Striders. We have about a minute before they hit, so gear up. This is gonna get ugly before it's over. War ja klar. So, ich fahre jetzt zur Basis, weil ich nicht weiß, wo sie die Strider fallen lassen. Und das hier ist quasi die letzte Defense-Linie. Toll, ich kann nichts machen, weil ich diese Rakete noch im Flug habe.
geht's. They're coming from everywhere. Strider spotted at the water tower. Einen krieg ich so. Keine Munition mehr. Ja. Das ist nicht die Waffe, die ich dachte, dass ich sie hätte. Das war nicht gut. Ah, da dreht sich die Maus wieder zu weit. Erst nochmal dem Strider ein wenig hinterher. So. Ich kommt jetzt der andere und der hat seine Freunde mit. Das ist nicht gut. So, das hat geklappt. So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss also zum nächsten Munitionsdepot fahren und dass ich da. Hier ist ein Strider, sehr schön. Den nehmen wir mit. Oh, das klappt nicht. Schade. Ja, super. Ich bin also nicht in der Lage, hier so mal eben schnell dran vorbeizufahren, sondern stattdessen kommt der hier jetzt und kann mich schön nützlich machen. Naja. Nein, ich will nach links. So. Das ist ganz schlecht, wo ich lang fahre. Ah, Mann. Ich und Navigations. Sehe ich natürlich diese Punkte schon nicht mehr. Ich weiß also nicht, wo die sind, die Strider. Das ist 120. Der ist hier, der ist anders hier. Okay, mein Freund. Gordon. Hinten aufs Auto drauf. Nee, nimmt sie nicht. Klar. So. Neue Munition einsammeln. Warte mal, die kommen jetzt hier. Dann gehe ich tatsächlich hier hin. Vielleicht. Ja, wieder hinten. Strider zu vernichten. Komm her. Ja, ich weiß. Jetzt sind sie hier hin. Puh, das war tatsächlich anstrengend. Hey, Gordon Freeman. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Entschuldigung, wir haben es geschafft. Ah, oh, ein Glück. Good
Yeah, Klatsch, Schlag ein. Wobei nein, bei Corona lieber nicht. So, ich weiß gar nicht, ob wir das hier gucken. Wenn ihr das hier guckt, ob Corona überhaupt noch eine Sache ist. Man da überhaupt noch drüber redet. Wir sind gerade noch im Lockdown, während ich das aufnehme. Und das wurde gerade erst angefangen zu impfen. Diese Folge sollte etwa ein Jahr von jetzt auf YouTube kommen. Es ist jetzt also so Mitte Januar 2021. Is in its final stages. The portal's close to opening, but Dr. Magnusson sure will be in time to stop it. Das ist gut. Wobei Magnusson vertraue ich nicht. Wenn der sagt, wir sind just in time, dann muss das Tuning stimmen. Ah, Freeman. Well, I see the Magnusson device performed flawlessly. I feel compelled to thank you personally for saving my rocket. So, thank you. Well, that's enough chit-chat. I've got a rocket to launch. Wow. For a minute there, I thought you were going to get a hug. Powered and ready. Let's go to the control room. We can get a great view of the launch from there. Das ist eine sehr gute Idee. Well, here we are again. Was? Okay. Wir haben nur diese eine Rakete. I found an old helicopter that I was able to get working. I've got it all packed up and ready to go. Sehr schön. Never a dull moment, huh? Ja. I'm seeing a payload anomaly of approximately 8.5 pounds. That's within tolerance. Certainly not worth scuttling. We're back. At last. Ah, Gordon. Hell of a job you did out there, son. Let's not forget that with the Magnusson device, those Striders practically destroy themselves. Yes. Well, I think perhaps Gordon had something to do with their success. I suggest we adjourn this meeting of the Mutual Admiration Society until after we have launched our rocket. I believe we're ready to start the auto sequence. Der kann es nicht warten, seine Rakete abzuschießen. Das letzte Mal, dass ich so einen Knopf gedrückt habe, ach egal, habe ich Rotoren gestartet. Das stimmt auch nicht, das war nicht das letzte Mal. Ich hoffe, das klappt. Now it is still too early to celebrate. We need to reach altitude and transmit the signal. Eben. You're right. The clock is ticking. We couldn't have cut it any closer if that was our intention. It is going to work, right? It has to. Once the rocket is in range of the portal, we'll be able to switch on the Xenium resonator. Well, let's get outside. I'd like a better view of the fireworks. There should be quite a show. Regrettably, I can't come out with you. Magnusson and I will need to keep a close eye on the rocket's trajectory. Aren't you going to see us off? Just as soon as this is wrapped up. I wouldn't dream of letting you go without a proper goodbye. Okay, I'll hold you to that. You too, Dr. Magnusson. Indeed. Dann lasst uns mal das Ganze von draußen betrachten. We'll catch up with you in a moment, sweetheart. Gordon, hold up Doc, a second. There you are. The more I think about that warning from our friend, the more I'm convinced it has to do with Borealis. Okay. Don't be deceived. That ship must never be used. You have got to destroy it, whatever the cost. Where are you two? You're gonna miss it. Be right there, Alex. Gordon, thanks for everything you've done. For Alex, for all of us.
I couldn't be prouder if you were my own son. Das klingt irgendwie. When you get back, we've got a lot to talk about. Er ist nicht so schnell, er muss erst mal. Dear God, this has to work. We've activated the resonator. Okay, dann sollte das Portal ja jetzt. Das Portal schließt sich. Wow. Der ist doch eben gekommen, oder? I'll bet the Combine aren't too happy right now. You got that right, sweetheart. But we've got plenty to celebrate. Das stimmt. I wish you didn't have to head off so soon. If only it weren't so critical. It's okay, Dad. We'll find Judith and bring her back. Genau. Dog? Hey, where are you? What a nut. Don't go too far. Well, there she is, gassed up and ready to go. Oh, was für ein schöner Hubschrauber, oder? We have no idea what to expect. Don't worry, Dad. We'll be all right. I just wish all this didn't have to fall on you, Alex. Yeah. Your mother would be so proud. Dad. Come on, Gordon. The chopper's waiting for us. Yeah. Genau. Are you sure you have everything you need? I think so. Dr. Kleiner gave us the Borealis coordinates. We'll keep the hailing frequency open on the chopper radio in case Judith tries to reach us again. Good idea. She could well make another attempt. Oh, no. Dad, was war das? Gordon, help! Wow. Ah, einer von denen. Ich kann nichts machen. Das ist eine reine Zwischensequenz. Get away! Listen to me. Destroy that ship! Whatever it takes. Destroy it! Don't! Dad, look out! No! Dad! Dad! God damn it, let go of him! Da ist noch einer. I love you, sweetheart. Close your eyes, honey. I love you, Dad. Don't go. No. Oh, my God. No. No. Gordon. Nein. Alex. Ah, ein Glück. Ausgesaugt. Und wahrscheinlich hat er alles Wissen mitgenommen. Oh, Alex, das tut mir so leid. Ja. Und so endet die Episode 2 von Half-Life 2. Das Schiff Borealis ist von einer Firma, von der Konkurrenzfirma namens Aperture Science, die jeder, der Portal gespielt hat, kennt, denn Portal ist quasi, ja, spielt in einer Forschungseinrichtung von Aperture Science. Und nach diesem Spiel haben alle herbeigefiebert, eine Fortsetzung, in der die beiden Spiele zusammenkommen. Da ich nicht mehr weiß, ob ich Portal spiele, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich, beziehungsweise werde ich jetzt noch nicht spoilen, was da genau passiert. Bisher sieht es eher so aus, dass ich es nicht mache. Aber ihr könnt ja mal gucken, was die Story von Portal und dann auch Portal 2 ist. Und ja. Das ist irgendwie immer noch ziemlich hart, das Ende hier.
Eli, Alexes Vater, ausgesaugt von einem von diesen fliegenden Alien-Maden. Und weiter ging die Geschichte nie. Und jetzt, nach Jahren, im Jahr 2020, kam dann ein neues Spiel raus, Half-Life Alyx, für Virtual Reality. Und der Grund, warum ich das Ganze hier gemacht habe, ist, weil ich hatte mir eine Index bestellt, die ich auch schon lange habe eigentlich. Da war Alyx dabei. Und ich habe mir gedacht, und habe dann nie damit angefangen, weil ich tatsächlich einfach Beat Saber am Suchten war. Ich spiele, bevor ich Alyx spiele, die alten Spiele mal und nehme das auf. Und tatsächlich wird wahrscheinlich die erste Folge Kitty Plays Half-Life Alyx, sprich auf Englisch, wahrscheinlich schon draußen sein. Vielleicht ist das Spiel sogar schon durch, wenn die Episode hier raus ist. Aber ich habe das jetzt alles aufgenommen, bevor ich Alyx gespielt habe. Habe mich also darauf eingestimmt, ordentlich gehypt. Werde jetzt aber erst nochmal als nächstes ein paar Folgen Morrowind aufnehmen, aber heute nicht mehr. Ja, irgendwie schade, dass die Story nicht mehr weiterging. Wir haben echt gewartet drauf, dass Gordon Freeman vielleicht sogar auf Chelt, die Hauptperson von Portal, trifft. Echt schade. Man kann zwar jetzt sagen, was nicht ist, kann auch werden, aber ganz ehrlich, die Hoffnung ist mittlerweile weg. Dass Half-Life Alyx ist auch nur noch gemacht worden, um das VR-Zeugs zu hypen, um die Index vollen zu hypen, weil die eben dieses Finger-Tracking hatte oder hat. Ja, eigentlich sehr schade, weil aus diesem Spiel mit dieser tollen Story und dieser auch am Ende dieser herzergreifenden Szene nochmal und dieser krasse Cliffhanger ist da nichts mehr geworden. Das ist echt, ja, einfach schade. Eine Sache ist noch, es gibt von Half-Life 1 ein Remake, das werde ich nicht nochmal spielen oder jetzt erstmal nicht nochmal spielen, vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal. Das heißt, Black Mesa ist im Endeffekt Half-Life 1 mit der neuen Engine, das ist irgendwann auch 2019, 2020, glaube ich, ist das final veröffentlicht worden. Da ist auch der ganze Bereich in Xen nochmal komplett überarbeitet. Da finde ich tatsächlich auch viel besser, weil da auch ein bisschen mehr Lore drin steckt. Könnt ihr euch mal angucken, kostet nicht allzu viel, ob ein 20er. Lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und wenn ihr Interesse hattet, also ich persönlich sage, die Index für den Preis, weiß ich nicht. Die Quest, die neue, ja, mit dem Facebook-Zwang, ja, die Index ist halt sehr teuer. Ist aber natürlich auch ein geiles Stück Hardware. Ist aber halt nur tethered, also sprich nur mit Kabel. Die Quest 2 ist halt, ne, die kann das halt alles auf das Gerät laden und so wie ich es verstanden habe, kann die hardwaremäßig quasi das gleiche wie der Rechner dann. Wobei die Frage ist, wie weit die sich die Rechner weiterentwickeln. Die Quest 2 wird sich hardwaremäßig nicht weiterentwickeln. Also, ich sag mal, wenn ihr zu viel Geld habt, könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch das Index-Paket kauft. Aber das kostet mal so 1000 Euro. Also da seid ihr gut mit dabei. Und ich habe glaube ich 3 oder 4 Monate darauf gewartet, dass es endlich verschickt wurde, was halt auch Corona-bedingt war. Ja, und für Panty spielt Half-Life ist das jetzt tatsächlich das letzte Mal. Denn wie gesagt, Half-Life Alyx wird ein Kitty Plays und kein Panty spielt. Und von daher das letzte Mal für Panty spielt Half-Life. Und wir sehen uns also beim nächsten deutschen Let's Play, wo ich noch nicht weiß, wann und was. Ich habe aber schon eine Liste von Spielen, die ich spielen will. Und ja, ich zögere es raus. Abschiede fallen mir immer schwer. Außer wenn ich weiß, dass ich gleich auf Stop Recording und wieder auf Start drücke. Was jetzt nicht passiert. Ich werde jetzt stoppen und dann den Abend noch schön genießen. Und morgen wieder arbeiten gehen. Von daher, also arbeiten gehen ins Homeoffice im Keller. Von daher, wie gesagt, ein letztes Mal für diese Serie, diese Playlist und das deutsche Let's Play von Half-Life. Ciao, miau.